Lilly Becker packt über ihren Ex aus. Bis 2018 ist die gebürtige Niederländerin mit Boris Becker zusammen. Gemeinsam haben sie ihren Sohn Amadeus. Doch die Trennung verläuft offenbar alles andere als rosig. Jetzt schießt Lilly heftig gegen ihren Verflossenen. Boris ist ein Narzisst, ein Egoist. Ich bin gegangen, weil ich seine Lügen und seinen schlechten Charakter nicht mehr ertragen habe. Nach außen wolle Boris sich immer als Vorzeigepapa inszenieren. Dabei habe er seine Ex und seinen Sohn schon oft im Stich gelassen. Mittlerweile soll der einstige Tennisprofi nicht mal mehr Unterhalt zahlen. Aufgrund der Insolvenz wurde das immer schwieriger. Dann kamen der Prozess und die Gefängnisstrafe. Und jetzt warte ich. Aber Lilly will weiter für ihren Sohn kämpfen. Und dafür sorgen, dass ihr Ex sich endlich wieder um Amadeus kümmert. Vielleicht glätten sich dann auch wieder die Wogen zwischen ihr und Boris.